So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, zur Folge 127. So fahren wir heute mit dem Lamborghini Aventador, einem ja, sehr, sehr schicken und brutalen Auto von Lamborghini aus Italien. Und auch Lamborghini kennt kein Downsizing wie viele andere Firmen. Denn ist der Motor des Wagens, wie gesagt, zum Vorgänger, nicht jetzt irgendwie, wurde nicht aufgeladen, nicht wegen der Hubraum. Ich meine, warum auch? Hat, ich glaube, sogar ein bisschen mehr Hubraum, mehr Leistung. Warum nicht? Das gute Stück, ja, man sieht es, es ist ziemlich brutal. Ich gehe mal kurz in Forza Vista. Aber es sieht aus ein bisschen halt so Kampfjet-mäßig. Ich meine, oh, ne? Ist schon ziemlich schick. Ist auch nicht ganz günstig, der Wagen. Er hat einen 6,5 Liter, ja, richtig gehört. 6,5 Liter großen V12-Motor. Sauger. Hör die Dinger. Oh, nice. Mit 700 PS. Allradantrieb. 690 Newtonmeter Drehmoment, ist auch schon oh, nicht verkehrt. Der Tegel, die ausfährt, einen richtig, richtig dicken Auspuff hinten. Allradantrieb, 7-Gang-Automatikgetriebe, nicht Doppelkupplung, weil das wäre zu schwer und auch größer. Und ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Aber ich meine, der Wagen ist ja schon ziemlich zahm, sieht überhaupt nicht brutal oder sportlich aus, deswegen gibt es in dem Wagen auch noch ein Bodykit und zwar eins von Liberty Works. Bam. Noch Fragen? Ich glaube nicht. Wir werden auch schon ranbauen, allerdings hier in dem Modus. Ich will den Wagen selber tunen. So. Jetzt mal von hinten so. Erstmal auch schön aller tiefer, ne? Und ich meine, so ein Matador, der ist ja, glaube ich, gute 2 Meter breit. Ist doch schon mal ein Stückchen. Und dann zack, breiter und tiefer. Hey Leute, ne? Das ist schon. Das ist nicht normal. Wird sogar noch leichter dadurch erstaunlicherweise. Aber habe ich jetzt kein Problem mit. Finde ich jetzt nicht schlimm. Das ist übrigens hier rein. Wir können den Antrieb wechseln auf Heckantrieb. Ist aber sinnlos. Wir könnten noch den Aufladen mit Twin Turbos. Aber ich werde den Wagen natürlich nicht verschandeln. Wenn dadurch deutlich mehr Leistung hier. Der dann über 1000 PS mittlerweile. Würde ich das machen, aber nein. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Ja, weil das bescheuert aussieht. So, es geht noch hinten. Also der Forza-Spoiler geht noch. Sieht scheiße aus. Und es geht hier der Liberty Works Flügel. Irgendwie finde ich, hat er was. Aber irgendwie auch nicht. Wir machen den erstmal ran. Wir haben deutlich weniger Geschwindigkeit. Aber scheiß drauf. Ich meine, es sieht einfach geil aus. Hat auch so dezente Reifchen. Die Z heißt vorne 255, okay, das ist echt gar nicht mal so viel. Und geht auch theoretisch maximal vorne 305er. Machen wir auch. Und hinten von Schnuck liegen 335er. Ist ja nichts. Breiter als ein Blatt Papier. Lang ist. Auf 385er. What the fuck? Ich werde das sogar zu breit. Sagen 345er, das geht klar. Vorhin machen wir auch ein bisschen weniger. Ja, so felgentechnisch, die gefallen mir eigentlich ganz gut, aber gibt noch bessere. Gucken mal. Was wir auf jeden Fall machen werden, sind die Hot Wheels Reifen mit dem roten Rand. Da habe ich richtig Bock drauf. Weil das sieht bestimmt richtig hammer awesome aus. Ich bin wirklich den Wagen tatsächlich vorher noch nie wirklich groß gefahren. Ich sag mal, insgesamt maximal, weiß ich, eine halbe Stunde. Habe ich auch noch nie getuned. Also nicht, dass ich wüsste. Nee, ja. Nee. Guck mal weiter hier. Bin quasi. Auch beim Aventador muss ich sagen, war auch schon in den anderen Vorderteilen so. Da wirklich gute Felgen zu finden, das ist gar nicht mal so einfach. Weil dem steht wirklich nicht viel. Irgendwie haben die was hier, die ADV1. Die haben schon wieder nichts. Die sind nicht gerade passend, finde ich. Auf jeden Fall müssen die Felgen größer. Ja, bigger is better. Bei so einem Wagen sowieso. Weil er ist schon ein ziemliches Teil. Das ist ein richtiges Teil, ne? Also, das muss da. Nein. Ich habe kurz nachgedacht, aber dann dachte ich mir, das kannst du nicht machen.
Ich glaube, bei der Wagen so tief wäre, das wird, glaube ich, gar nicht mal so scheiße aussehen. Wie ist die von ADV1? Wenn ich die finde. Welche waren das? Das waren. Die waren das. Werde ich natürlich noch umlackieren, klar. Ich finde die an sich geil. Aber die müssen noch größer, so vorne 20er. Und hinten sogar. Ich finde, sie könnten sogar noch tatsächlich ein Zoll größer, vorne und hinten. Sieht mit dem Wagen eigentlich noch so groß aus. Ist so, ja, geht, ne? Aber wir brauchen noch was anderes, und zwar die Hot Wheels Rennreifenmischung. Bei Rennreifen sind da eh nichts Schlimmes. Ist ja schon mal ganz gut. Also noch dieser, vor allem wie diesen roten Streifen, das ist einfach, das sieht bei vielen Autos wirklich gut aus. Ja, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So, Rennbremsen gehen nicht, aber Rennfedern, oh ja, tiefer, kommen auf jeden Fall. Wird aber kein Vollaufbau, Leute, das sage ich euch jetzt schon mal. Ein bisschen weniger Gewicht, ich finde es an sich, Gewicht, das ist noch in Ordnung. Ist hier von einem Fahrzeug, die sagt, das ist mit so einem riesen Motor. Und Allrad ist das in Ordnung. Wir brauchen mal nur die Straßen. Die reicht, glaube ich. Aber noch ein bisschen mehr Leistung hätte ich gerne. Wirklich. Soll echt nicht viel sein. So, Hubraum, was geht denn da theoretisch rein? Alles klar, 7 Liter, ey, das ist ja wohl. Alles klar. Ist die Frage, wie viel machen wir rein? Jetzt haben wir 740 PS. Ja, ich würde sagen. Wir gucken mal, ne? Sagen hier alles außer Hubraum. Dann haben wir 576 kW. Das sind so 780 PS so in dem Dreh, so ganz ungefähr. Und haben 762 Newtonmeter Drehmoment. Auf 1,5 Tonnen. Ich würde sagen, das geht in Ordnung. Fertig getut ist, aber noch lange nicht fertig lackiert. Denn die Farbe, die gefällt mir überhaupt nicht. Das muss definitiv geändert werden. Und die Felgenfarbe sowieso. So, dann Lamborghini, was haben wir hier Auswahl? Oh, wir haben auch ein paar Farben. Natürlich dieses klassische Orange. Gelb, Blau. Okay, das sieht. Es ist entweder matt oder Carbon. Ich glaube, es ist matt. Das ist mir aber zu heavy. Ne, das ist doch matt, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Das ist normal schwarz. Oh. Oioioi. Das sieht. Oh, Leute. Ich habe eine Farbe gefunden. Die Felgen. Natürlich, das nur die. Ne, das können wir auf jeden Fall nicht machen. Machen wir so. Kohlefaser matt. Machen wir mal poliert, aber ein bisschen heller vielleicht. Ja. Kann man machen, würde ich sagen. Den Rest, den könnten wir. Die Spiegel machen wir noch. Allerdings auch hier weniger. Was hatte ich denn da? Ich da 60? 65? Wie war da? Ich gucke das nochmal. Das mit den Felgen hatte. Ein 65er. Also das beide machen wir mal. Achso, ups. Spiegel meine ich. So, die Motorhaube, die lassen wir natürlich so. Und ich mach's mal kurz testweise. Nein. Das ist bekloppt. Scheiben. Alter. Scheiße. Ey, sieht das nicht geil aus? Jetzt mal ganz im Ernst. Auf einer Autoporno-Skala, so vom Aussehen her 1 bis 10, kriegt er eine 20. Also Lambos, die sehen wirklich eigentlich absolut brutal, geil. Ja, das reicht schon. Brutal und geil. Das sind so die zwei wichtigsten Äußerlichkeiten des Lambos. Er ist brutal und er ist geil. Und das kann eigentlich genauso, er ist halt nur noch ein bisschen weniger von allem. Aber trotzdem, ich meine, auch Huracan, der ist. Alter, ne? Der aussieht. Jetzt hier bei Nacht. Uhuhuhu. Shit. Okay, der Spoiler gefällt mir doch. Ach, wie breit der jetzt mittlerweile ist, ne? Der war schon vorher nicht gerade schmal, aber. Uiuiui.
Wird lustig, glaube ich. So, auch im Innenraum schön digitaler Tacho. Nicht mega viele Knöpfe. Oh, Sound. Alter. What the fuck, ey, das sieht so geil aus. Auch dieser Tacho. Es ist einfach. Das ist auch so ein bisschen Lambo, finde ich. Das ist einfach. Das hat nicht jeder sowas, ne? Mein Lambo hat auch nicht jeder. Das natürlich auch. Aber dann nehmen wir. Ich fahre ihn erstmal so. Und zwar in diese Richtung hier, in Yarra Valley. Doch halt wieder Tag langsam. Na, mehr oder weniger. So. Ja. Kann man machen. Kann man echt machen, würde ich sagen. So Beschleunigung, ja, geht gerade so. Okay, aber das kriegen wir noch ein bisschen anders hin. Erstmal muss der Wagen noch ein bisschen tiefer gelegt werden. Weil der ist ja ziemlich hoch mit seinen 10 cm. Da kann man ja schon fast ein Auto unterstellen. In 0 auf 100, 2,6 Sekunden. 0 auf 100 Meilen, 5,8. Topspeed 380. Noch Fragen? Keiner? Gut, ich auch nicht. Der hat hier ganze 70% hinten, Alter. Ja, 80? Oh ja. Getriebe passen natürlich wieder mal gar nicht. Wer hätte es erwartet? Aber auch jedes Mal mäglich. Das ist doch wirklich ein bisschen zu lang. Also teilweise. Der vierte wieder richtig kurz. Ich merke das irgendwie richtig. Den vierten immer richtig kurz zu knallen. Denn, ja, passt du erstmal. Ja, also die Bewegung auch so nehmen. Ich meine, kein Problem. Auch diese Scheinwerfer vorne, ne? Einfach, das kann man nicht in Worte fassen. So geil, wie das aussieht. Alles klar. Ich glaube, 80% ist hinten noch ein bisschen zu viel. Das sollten 70 eigentlich reichen. Für den Drehmoment zumindest. Wie das in echt ist, weiß ich nicht. Ich denke, man wird halt ähnlich sein. Weil es an sich, der Lambus oder hier auch der Audi 8 ist halt eher so hecklastig ausgelegt. Oder auch Huracan, Gallardo, Murcielago. Ist eigentlich eher hecklastig ausgelegt, was ich auch gut finde. Warum nicht? Was spricht denn dagegen? Richtig, gar nichts. Komm, wir fahren mal rennen. Ich will's wissen. Wer ist der Beste? Bin ich natürlich nicht, das ist nichts Verwunderliches. Fahren wir halt mal Straßenrennen vielleicht? Wenn wir schon mal hier sind. Würde sich ja theoretisch anbieten, ne? Wir fahren mal Straßenrennen heute. Dann filter ich die auch mal. Wenn es hier schon so dunkel ist, können wir auch mal direkt Straßenrennen fahren. Gucken, wer der Boss ist. Der bin natürlich ich. Doofe Frage. Aber ich bin echt mal gespannt. Der Wagen muss ja in der Klasse Hypercar sein, glaube ich. Also auch schon leider Konkurrenz fährt damit. Ich hoffe, da fahren nicht ganz so übertriebene mit. Wie viele Punkte haben wir denn? Es könnte sogar fast schon so in die Richtung Agera gehen. 918, Bugatti, Koenigsegg vielleicht. Ist ja ein Agera. Mal schauen, wird, denke ich mal, keine schlechte Konkurrenz sein. Ich meine, die ist an sich eh nicht schlecht. Egal, welcher Wagen die hier haben. Welchen Wagen. Das sind alles fucking geile Autos. Ah, wir haben auch Allrad. Ist auch schon mal nicht so schlecht. Wir haben halt noch ein brutales Äußeres. Ja, das muss reichen, um zu gewinnen. Da laufen die anderen alle weg. Da fahren weg, weil die Angst vor mir haben. Dann fahre ich easy als Erster durch. Okay, fahren ja doch nicht nach Hypercars mit. Also stärkste Konkurrenten natürlich hier 918, klar. GT Espano,
Nicht alle starke Konkurrenten, wenn ich mal gerade so hier sehe. Boah, das wird schwer. Beim Regen finde ich ganz gut. Passt mir, glaube ich, am besten, so von allen. Der Porsche natürlich auch. Okay, überholen war nicht so geil. So. Guck mal, was der Alte hier so kann. Also alt, ne? Ich meine, das war 2011 oder 12. Gibt er mir da wieder schon ein Facelift, den Lamborghini Aventador S. Finde ich aber nicht so. Nicht so geil. Das Alte fand ich besser aus. Halleluja! Okay, der Wagen, der ist ja ziemlich blöd. Okay, ich muss doch wirklich ziemlich irgendwie hart abbremsen. Also die KI, die steht da gerade echt ziemlich blöd. So. Auf halbwegs das in Ordnung genommen. So, dritter Platz, gefällt mir schon mal. Weil der erste sein, hoffe ich. Vor mir ein. Was ist denn das? Ich kann es gerade echt nicht erkennen. Im Himmel. Mein Gott, ey. Wenn man keinen Bock mehr hat, einfach gegen den Baum fahren. Das ist echt nicht geil genommen. Aber man sieht es natürlich erst an, nichts anderes. Was ist denn da vorne eigentlich? Ich weiß echt nicht, was da vorne für Autos fahren. Ich fahre doch gerade ziemlich scheiße. Okay, der Radical, alles klar. Ein Ford-Motor. So, ja, Brechstange so ein bisschen nehmen. Der Sound ist halt geil, ne? Das ist halt dieser. Der Sound vom V12 von Lambo. Haben sie im Spiel echt gut hinbekommen. Warum wohl? Weil dieser Coverwagen eventuell auch das den Motor hat. In anderer Variante. Ey! Der Königsack, ey. Ist doch nur ein Agera, ist ja peinlich. Wir brauchen sehr wenig Leistung hier. Da haben die meisten hier mehr. Der Fünfter. Das ist ja richtig blamabel hier. Oh, wow. Es sinkt für sie das Niveau. Nochmal halbwegs den dritten gerettet. Aber Glanzleistung sieht anders aus. Naja, vorher war der 450 Speziale und Pagani Sonderchinque. Wow. Zwei ziemlich gute Autos für die Rennstrecke. Naja. Immerhin, dritter Platz. Ich hätte es schlimmer erwartet. Und auf dem letzten La Ferrari, der Arme. Naja. Und die fahren im Rückwärtsgang vorwärts. Job Forza. Mein theoretisch, das geht natürlich, wenn man irgendwie rollt, dann wird es ganz schaltet, aber es ist nicht normal. Credits, naja, oder EP auch nicht viele. Wünsche wegen zurückspulen. Was, wer hat das gesagt? Einer geht noch auf jeden Fall. Da gerade war bei 18, 19 Minuten. Also hier, es regnet wirklich hier die ganze Zeit nur. Sehr furchtbar. Silver Sands Speedway haben wir hier noch. Hat man gerade, oder? Ja, ich bin ein Genie. Der das hier, oder? Wir können auch das hier nehmen. Wir nehmen das hier. Wir fahren da auch hin. Das sind 7 Kilometer. Wir können mal im Cockpit fahren, vielleicht. Was auch vor allem bei Nacht halt gut aussieht. Oh, dieser Sound, ne? Boah, ja, dicke, böse V12. Das Beste am Facelift des Lambos, des Aventadors, gibt es noch den gleichen V12. Gleichen Hubraum, gleiche Zylinderanzahl, kein Turbo. Auch kein, weil Lambo auch kein Downsizing, auch weil auch der Aventador Asphalt keinen anderen Motor hat, Stanario hat keinen anderen. Auch der Huracan ging nach zum Gallardo auch wieder der gleiche Motor quasi. Also Lambo und Downsizing ist eher so, was nicht zusammenpasst. Was ich auch gut finde.
Aber tatsächlich mag jetzt nicht schlecht sein an sich. Und ist natürlich per se gut, weniger Schadstoffe auszustoßen. Aber auch so ein bisschen, man hebt nur einmal. Du musst ja nicht wirklich immer nur aufs Minimalste sich reduzieren. Ja, da könnte doch ein Vierzylinder Turbo haben. Oder eins kann man was wieder hochbrauchen. Ich glaube schon dabei sind. Ja, aber das finde ich echt noch cool bei Lambo. Dass sie jetzt sagen, so Downsizing, aber machen wir nicht. Boah, Alter, bei Regen, das sieht geil aus. Boah. Ich kann wirklich nur schwärmen von den Wagen. Also Aventador ist wirklich auch eines meiner Lieblingsautos. Ich meine, ich habe viele Lieblingsautos, davon abgesehen. Ich mag sehr, sehr viele Wagen. Und fahre auch gegen sehr, sehr viele Wagen. Das ist auch eine Stärke von mir. Ja, der ist echt... Wie kann man den nicht mögen, ist eher so die Frage. Vom Aussehen her zumindest. Mein Fahren fällt sich auch super. Sehr guter Allradantrieb. Ist schnell unsicher. So. Die letzten Kilometer fahren, die letzten fast zwei. Immer wieder Vollgas geben ein bisschen, ne? Komm. Auch der Wagen, der sagt so, ach komm, Fabian, tritt doch mal aufs Gas, bitte, komm. Klatsch, mach ich dich rein. Denke ich mir so, dann mach ich doch mal. So ein Bugatti, den auch bald mal gern fahren würde. Bin er wirklich hier im Spiel noch nie gefahren. Das ist irgendwie komisch. Das ist, ich meine, das Spiel ist jetzt schon seit über einem halben Jahr raus. Ich bin noch nicht mal Bugatti gefahren. Das müssen wir bald mal nachholen. Vielleicht dann in einer der nächsten Folgen. Mal schauen, wird auf, denke ich mal, nicht mehr lange sein. So, wir sind auch... Moment. Ach so, wow, ja. Ich war schon richtig, aber... Das GPS geht ja bis zum Ende der Blitzerzone. Naja, Straßenrennen, Westgebirge. Ja, wir versuchen es mal. Und diesmal, wenn es geht, mehr als der dritte Platz. Da muss mehr drin sein. Bei mir war halt nicht drin, ne? Was ich kenne, ist ein Pizza mit Insider. Mehr war halt nicht drin. Ich hoffe, das kennt einer von euch. Es regnet wieder mal. Was logischerweise, wer hätte es erwartet? Es ist Nacht. Es ist dunkel. Oh ja, hier so ein Veneno. Man gönnt sich ja nichts. Von anderen Autos mit. Noch kein Super Trofeo fällt jetzt neuerdings mit. Medley GT3. Sonst sind die gleichen geblieben. Oder Ford GT als normaler. Nicht Wiser Edition. So. Gucken, wo wir jetzt endlich hinfahren. Wir sind ja schon Ewigkeit nicht mehr gefahren. Königsdeck wird gleich wegziehen wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ja, ich hab's schon gemerkt. War ein bisschen zu eng. Was ich gebremst habe ich. Alles klar. Ganz gut eigentlich, war natürlich zu früh, aber wir dürfen mal sicher gehen. So, siebter Platz, ey, was ist denn da los hier? So, kann man ein bisschen wegdrängen. Mach ich doch gerne. Sogar kostenlos bei mir. Alles andere kostet was. Oh Gott. Ich hoffe wieder eine Scheiße zusammen hier. Das fährt sich geil, ne? Also die Kurven mit so einem Speed ist nicht den Gegnern würdig. Weißt du, in der letzten Folge bin ich mit dem Ford, war ich mega geil. Die keine Schnitte und hier wieder ist es nicht einfach. Okay, Kurve ist echt, die ist ganz schön assi. Komm, wir sind ja schon gerutscht. So, zwei Drittel rum. Sechster Platz geht natürlich gar nicht. Die Offroad könnte für mich ganz gut sein vielleicht, wo ich selber nicht mag. Also da der Lambo ziemlich gute Karten haben.
Gegensatz zu, ach du Scheiße, einigen anderen. Five and Skilling. In Klammern hat Five and Skilling 19, hat kein Skill. Wäre doch schon bei 20, ey. Meine Güte. Du wirst alt. Ja. Warum, wieso fahre ich jetzt auch immer da rechts lang? Wofür aber so viel konnte übrigens. Was passiert hier gerade? Das ist irgendwie komisch. Und ich spiele wieder mal 20 Millionen Mal zurück. So, ey, mein Gott. So, lass mal hier ein bisschen Gas geben. Und am besten mich nicht gegen andere anlehnen. Da noch selber Fehler. Ach, der Mace ist auch wieder dabei. Kam ich aber ziemlich weit raus. Ja. Und weil ich es kann, fährt auch direkt gegen den erstbesten Baum gegen. Weil, ich meine, da waren so viele schöne Bäume, aber der war leider der schönste. Das heißt leider. Vierter, ey, das ist ja auch peinlich. Oh Gott, ja. Ich sag lieber nichts dazu. Alter, ne? Das ist ein. Was der Volk dir? Du holst ihn mega auf, ey. Ist der Lambo so langsam? Und mich wundert's nicht. Zwei Porsche und dann 18 vorne. Wer hätte es gedacht? Ja, man muss aber auch zugeben, dass wir dann 18 schneller sind als ich. So, Top 3, denke ich mal, so ungefähr gleich. Beschleunigung und so, Handling. Das ist ein fucking 918. Der ist einfach besser. Kommt, denke ich mal, noch eigentlich ziemlich nah dran. Auch in echt zumindest. Das war zwei Schiffe auf der Nautschleife. Das hat dann 18 gefahren, eine 657 und der Aventador SV eine 659. Also nicht so großer Unterschied. Und der Rockcamp Performant ist sogar, glaube ich, eine 652, was ich immer noch nicht glaube. Das ist für mich doch ein bisschen unrealistisch. Aber naja. Ich meine, ich sag's gerne nochmal. Der Wagen, der ist geil. Fährt sich super. Mit mir am Steuer, jetzt ohne Übung, ja, nicht so gut. Ist leider nur knapp Podium drin. Naja. Aber ganz ehrlich, ich bin trotzdem eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte mit was Schlimmerem gerechnet. Was Straßenrennen mag ich an sich nicht so sehr, wegen dem Verkehr. Weil wann redet denn der Verkehr nicht? Auch was eher die Frage. Da regt er eigentlich immer auf. Weil die fahren zu langsam, die fahren unlogisch. Das ist crazy, wie die fahren. Aber, naja. Drüber meckern bringt nichts. Die Leute, danke fürs Zuschauen, ne? In der nächsten Folge wieder ein neues, schönes, vielleicht auch schnelles Auto. Vielleicht nicht ganz so schnell, ich weiß es nicht. Muss ich mir noch überlegen. Vielleicht sogar noch schneller, kann auch sein. Obwohl, ich denke mal so, die Grenze nach unten ist größer als die Grenze nach oben. Weil der ist schon verdammt schnell. Na dann, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.